Regenwürmer scheißen auf deinen Rasen im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Hinterlassenschaften von den so harmlos wirkenden Tieren können wirklich ein Riesenproblem auf deinem Rasen sein. Sie überdecken die Blattmasse deines Rasens. Dadurch gelangen weder Sauerstoff noch Licht an die Gräser. Und das Problem ist dann, dass die Gräser keine Photosynthese mehr betreiben können. Aber das ist noch nicht alles. Bei stark besiedelten Böden haben wir das Problem, dass allgemein Zierrasenflächen komplett in Mitleidenschaft gezogen werden. Und auch wenn man mit dem Rasenmäher dann mäht, können natürlich durch diese viele Regenwurmhäufchen auch die Messer viel schneller stumpf werden. Was kannst du jetzt konkret dagegen machen? Vorab, Regenwürmer kann man leider nicht ganz vermeiden und Regenwürmer haben auch was Positives. Sie sorgen auch dafür, dass der Boden natürlich belüftet ist. Dennoch gibt es ein paar Methoden, wie man dafür sorgen kann, dass die Regenwürmer etwas weniger werden. Dazu zählt unter anderem das Sanden des Rasens. Das sorgt dafür, dass die Regenwürmer gar nicht an die Oberfläche kommen oder weniger an die Oberfläche kommen und somit bleiben die Regenwürmer und auch ihre Hinterlassenschaften im Erdreich im Boden zurück.